Ich hoffe, du kannst uns jetzt weiterhelfen. Ich will sie nicht stören. Nein! Ach Mist. Das ist jetzt natürlich blöd. Was ist mit dem Typen vom Kesselraum? Vielleicht können wir da jetzt noch mal rein. Aber nee, eigentlich wüsste ich auch nicht warum. Mist. Kann ich da vielleicht auch mal durchgucken? Aha, toll. Ja, schön. Es kann eigentlich nur... Moment, ich habe sogar eine Idee. Das besagte anonyme Grab hier vorne... Habe ich das mit der rechten Maustaste angeguckt? Weil das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Das ist ja auch recht auffällig. Unser Familienwappen. Das ist wahrscheinlich das Grab, das ich suche. Ich muss erst den Strauch entfernen. Was? Ein dorniger Strauch mit dicken Ästen. Okay, brauchen wir jetzt noch eine Gartenschere hier? Wir haben nichts dabei, was sich eignen würde. Das ist natürlich blöd. War in dem Kesselraum... Ach nee, wenn wir nicht reinkommen, hat sich das sowieso erledigt. Aber war hier irgendwo Werkzeug? Ich weiß es nicht. Und warum können wir das immer noch angucken? Oder ist das einfach... Ist das einfach so? Oder habe ich hier irgendwas... Ist hier irgendetwas, das ich nicht sehe, das mir nicht auffällt, mal wieder? Wir können nicht mal den blöden Generator angucken. Was ist... Aha. Okay, wir haben eine Schraube, aber mit einer Schraube werden wir wahrscheinlich schlecht den Strauch entfernen können. Ich kann jetzt nicht gehen. Okay, er kann auch nirgendwo anders hin. Tja, das sieht so aus, als würde hier irgendwo Werkzeug rumliegen. Da hier vielleicht? Ah, vielleicht auch, Moment, vielleicht auch hier drin. Klar, da haben wir schließlich auch die Scherben gefunden. Vielleicht gibt es hier sonst noch irgendwas Interessantes. Warum können wir dann überhaupt noch hier rein? Bei der Leiche können wir nichts mehr machen. Eine Gartenschere. Die habe ich vorher nicht gesehen. Aha, wunderbar. Oh, die ist aber kaputt. Mist, kaputt. Ich glaube, das macht aber gar nichts, denn wir können die doch ganz einfach in der Mitte mit der Schraube fixieren. Und schon haben wir eine funktionstüchtige Gartenschere. Und können damit den Strauch durchschneiden. Das ist dann also das Grab... Oh, was ist mit meiner Maus los? Das ist also dann das Grab vom lieben Lothar. Ich finde den Namen Lothar ganz schrecklich. Also wenn einer von euch Lothar heißt, tut mir leid, ist nicht persönlich gemeint. Aber ich weiß nicht, ich finde den Namen echt ganz schlimm. Aber kann man ja auch vielleicht abkürzen zu... Weiß ich nicht. Loti oder so? Nee, ist auch nicht besser. Der Deckel ist zu schwer. Ich kann ihn nicht bewegen. Sag mal, kannst du überhaupt irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Ich kann jetzt auch gerade nichts mehr sagen, weil, nein, eigentlich kann er gar nichts. Tja. Womit? Dunkle Ecke? Haben wir die etwa noch nicht untersucht? Wir können immer noch durchs Fenster gucken. Nichts als wertloser Schrott. Warum können wir immer noch durchs Fenster gucken? Aber ich glaube, am ehesten... Nee, hier ist gar nichts. Am ehesten finden wir wahrscheinlich irgendwas, wenn wir hier mal wieder durch den Schacht klettern. Weil ich meine, die Schwester wird uns... Nein! Wir kommen da nicht mehr rein. Mist. Dann... Wir kommen ja auch nicht hier durch. Dann rede ich doch nochmal mit ihr, sofern er es macht. Wir haben einander schon alles gesagt.
toll. Ich muss jetzt gerade noch mal ins Inventar gucken. Wir haben... Daran ist nichts Besonderes. Für was war noch mal der Schlüssel? Für eine Schublade, ne? Womit kann man den Sargdeckel wegschieben? Ich überlege gerade, ob er da irgendwas dran befestigen kann und dann, weiß ich nicht, mit einem Seil oder so wegziehen kann. Aber ich glaube, das ist auch nicht gerade die beste Wahl. Und da kommen wir definitiv nicht mehr rein, oder? Nee, zumindest. Nö, er macht da auch gar nichts. Ach Mann, im Moment ist es echt wieder so ein bisschen auf dem Schlauch stehen, ne? Ich habe nichts, was ich da durchwerfen kann. Ich habe gar nichts. Moment, kann ich vielleicht doch woanders hingehen? Ich kann jetzt nicht gehen. Ja, natürlich, rechte Maustaste, die dunkle Ecke. Ich vergesse es immer wieder. Eine Metallstange, die nehme ich mit. Es tut mir leid. Es gibt dann so Aufnahmesessions, wo ich jedes Mal dran denke und mir selber immer so sage, jetzt nochmal mit der rechten Maustaste. Und dann gibt es Aufnahmesessions, wo ich das komplett verpeile. Und das soll jetzt mit der Metallstange gehen. Will er die jetzt da drunter schieben und dann so hochhebeln? So ähnlich? Oh nein, das Grab ist leer. Wie komme ich an den vierten Schlüssel? Ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich muss weitermachen. Tja, mein Lieber, du kommst an den vierten Schlüssel, wenn wir die passende Leiche dazu finden. Aber wo kann er begraben sein? Wo kann die Leiche sein? Nein, ich will nicht die Kapelle. Ich will hier zurück zum Sanatorium. Die Victoria hat doch gesagt, es war ihm relativ wichtig, oder halt der Verwandtschaft relativ wichtig, dass er auch wirklich hier begraben wird. Und jetzt haben wir ein leeres Grab. Das ist ja nicht so schön. Kann ich mit Ihnen sprechen? Ah, sicher. Können wir doch, ja. Sagen Sie... Der alte Friedhof hinter dem Sanatorium, wurde er schon immer von Ashbury geführt? Ja, soviel ich weiß, gehört er seit mindestens 100 Jahren zu Ashbury. Und davor? Davor war er der Gemeindefriedhof von Wormhill, glaube ich. Aber wie gesagt, das ist schon sehr lange her. Danke, das war alles. So, so. Der alte Friedhof gehörte also der Gemeinde von Wormhill. Das war alles. Danke. Dann sollten wir als nächstes direkt zur Kirche gehen. Wormhill, da, Kirche von Wormhill. Da können wir rein, aber hier ist der Friedhof. Nee, ich glaube, ich gehe erstmal rein, weil ich mir vorstellen kann, dass wir jetzt irgendwie mit dem Pater sprechen können. Denn vorher konnten wir die Kirche ja nicht betreten. Ach, da ist er sogar. Okay, dann erzähl uns doch mal bitte was darüber. Pater Frederick? Ja? Kann ich mit Ihnen sprechen? Aber sicher, mein Sohn. Ich höre. Ich möchte Nachforschungen über einen Vorfahren anstellen. Können Sie mir helfen? Ich helfe Ihnen gerne, aber ich spüre, dass Sie etwas beunruhigt. Möchten Sie darüber reden? Glauben Sie mir, Sie würden Ihre Seele damit entlasten. Das ist liebenswürdig von Ihnen, Pater, aber ich bin aus einem anderen Grund hier. Ich verspreche, wiederzukommen, wenn ich getan habe, was ich tun muss. Also gut. Was benötigen Sie von einem Diener des Herrn? Ich muss herausfinden, wo sich die sterblichen Überreste von Lothar Gordon befinden. Ich vermute, dass in den Gemeindechroniken ein Eintrag darüber steht. Unsere Chroniken reichen weit in die Vergangenheit zurück. Ich glaube, ich müsste die Informationen finden können, die Sie brauchen. Kommen Sie bitte später wieder. Ich werde eine Weile brauchen, um den Eintrag zu finden. Danke, Pater. Na gut. Kommen Sie bitte später wieder. Dann gehe ich jetzt mal auf den Friedhof und schaue mich da um. Und dann werde ich einfach mal irgendwo anders hingehen, nur um Zeit zu schinden.
Weil meistens muss man ja dann eine neue Szene, einen neuen Ort betreten und dann ist es endlich soweit. Aber wir gucken uns jetzt erstmal hier um. Das war jetzt, ach so, das war Williams Grab, genau. Das hier. Okay, nichts Auffälliges eigentlich. Und das ist irgendeine Gruft? Das Grab von Jeremy Gordon. Ach ja, der gute alte Jeremy Pascal. So, wo gehen wir jetzt hin? Sollen wir einfach mal... Nee, da ist ja nichts. Da ist nichts. Black Mirror wird nichts sein. Ich gehe jetzt einfach mal dahin. Und spreche mit dem... Mit dem Wirt. Wie hieß er denn noch? Boah, ich vergesse die ganzen Namen. Jeremy Harry? Harry Potter? Ja, Harry. Ich habe keine Ahnung, worüber wir reden sollten. Gut, dann gehe ich als nächstes zum Schloss und guck mal, ob ich den Bates finden kann. Victoria will ich jetzt gerade nicht. Vielleicht kann der uns noch irgendwas sagen oder wir können mal ein bisschen Smalltalk halten. Wäre auch ganz nett. So, mein lieber Bates. Brauchen Sie etwas, Sir? Nein. Okay, ich wollte dich nur von deiner Arbeit abhalten. Gut. Ich hoffe, das bringt's jetzt. Ich meine, so lange kann das ja nicht dauern, da im Buch ein paar Mal umzublättern und ein bisschen was zu finden. Pater? Ja, mein Sohn. Darf ich Sie einen Moment stören? Oh, bitte lass ihn das rausgefunden haben. Haben Sie schon irgendetwas in den alten Chroniken gefunden, Pater? Es ist mir sehr wichtig. Noch nicht. Sie müssen Geduld haben, mein Sohn. Ich komme später wieder. Oh Mann, wo soll ich denn dann noch großartig hin? Das ist doch doof. Also in der letzten Zeit ist es viel... wirklich so hin und her laufen, ne? Finde ich. Jetzt so gegen Ende. Oder es kann auch sein, dass ich jetzt schon so lange spiele und das gar nicht mehr so in Erinnerung habe, wie das am Anfang war, aber auch wenig Rätsel. So ein richtig schönes, tolles Rätsel. Warum können wir das Grab immer wieder angucken? Ich habe mich gerade schon gefragt, ob wir die Kerze vielleicht anzünden können, aber ist denn hier irgendwas Besonderes? Oder können wir das einfach nur immer wieder angucken, weil es halt William ist? Ja, wo soll ich jetzt hin? Hermans Haus. Nee, ich wüsste nicht, was ich da sollte. Warum können wir denn nach Willow Creek? Ich meine, wenn da überhaupt nichts ist. Das finde ich blöd. Dieser Angler, der hier sitzt, ist ja, glaube ich, auch schon längst weg. Bei Murray müssen wir auch nichts machen. Ich hoffe ja darauf, dass der Totengräber hier mal irgendwann wieder drin ist. Aber nein. Ach, Alter, willst du immer noch nicht reden? Ich will sie nicht. Okay. Gut. Dann versuche ich es doch mit Victoria. Mir bleibt ja keine andere Wahl und dann bin ich auch genug rumgelaufen. Echt? Jetzt mal wieder so ein richtig schönes Rätsel? Das wär's doch. Ich lasse sie jetzt allein. Alter, was soll ich denn sonst noch tun? Ich habe mir das Grab hier angeguckt. Ich habe versucht, mit dem Typen zu reden, mit Bates versucht zu reden. Aber es bringt hier irgendwie rein gar nichts. Oder habe ich hier vielleicht... Das hatten wir schon. Irgendwas übersehen. Das Gitter. Hä? Ach, er kommt dann... Okay, jetzt bin ich so rumgegangen. Pater, ich... Ich drück's jetzt gerade mal weg, damit wir hier nicht nur rumrennen. Hat er was rausgefunden? Sie kommen gerade rechts. Ah, okay. Ich habe den Eintrag, den Sie brauchen, in den Chroniken gefunden. Lothar Gordon war der Vater von Thomas Gordon, der wiederum Vater von William war. Seine sterblichen Überreste wurden bei Ashbury begraben, wie in seinem Testament verfügt. In Ashbury? Nach einiger Zeit wurde seine Leiche jedoch exhumiert und in ein Familiengrab auf dem Gemeindefriedhof gebracht. Dort ruht er jetzt.
Danke, Pater. Sie waren mir eine große Hilfe. Sie brauchen mir nicht zu danken. Ich lese gern in den Chroniken. Okay, und der Gemeindefriedhof ist doch dann der hier hinter der Kirche. Oder irre ich mich da? Nee, muss ja eigentlich. Oder ist das hier damit gemeint? Nee, das glaube ich ja nicht. Hier die paar Kreuze, das ist ja kein richtiger Friedhof. Ah, Williams Grab. Wer plötzlich hat die Gruft geöffnet? Ja, plötzlich ist die Tür auf. Ach, der Totengräber ist da drin.